Hallo YouTube, einen wunderschönen. Hier sind wir wieder bei EA Sports UFC 2 mit CM Punk in der Karriere und ja, ihr seht's, wir sind jetzt schon ein 81er Fighter, so 11 Siege, 2 Niederlagen, ja, gute 174.000 Fans, ey, lässt sich auf jeden Fall sehen und ja, wir werden jetzt zum ersten Mal, meine lieben Freunde, beim UFC Pay-Per-View, ja, am Start sein. Immer noch in der Undercard, aber wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr nur UFC Fight Night, sondern jetzt sind wir, wie gesagt, bei einem Pay-Per-View auf der Card. UFC 202 ist angesagt, Silver gegen Tavares in Houston, Texas, USA. Und ja, unser Gegner heißt Rodriguez. Und ich bin hart gespannt. Diesmal sollten wir die Heimhose anziehen, aber will ich nicht. Die weiße bringt uns einfach mehr Glück, so deswegen pushen wir die. Und ja, wir gucken unser Rating kurz an. Stand 79, Clinch 81, Boden 85, ergibt zusammen eine 81 im Gesamtrating. Finde ich ganz geil und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass wir hier auf einer Pay-Per-View-Card ein ordentliches Bild abgeben. Ganz, ganz wichtig. Coming up next, it's a welterweight showcase between CM Punk and Downtown. Downtown, oh yeah. Ach, die ganze Welt schaut jetzt auf uns, ey. So viel Aufmerksamkeit haben wir seit dem Season-Finale in The Ultimate Fighter, in der Ultimate Fighter Staffel nicht mehr genossen, so. Leo Rodriguez, Freistilringer, 3 Kämpfe in Folge gewonnen, 7 der letzten 8 Kämpfe gewonnen. Hört sich jetzt für mich, muss ich sagen, nicht ganz so eindrucksvoll mehr an alles, ja. Aber natürlich, wenn wir den Herrn hier trotzdem nicht unterschätzen, ganz klar, ey. Er kommt mit viel Respekt zum Ring und damit viel Drive hier. Ja, mal gucken, ob er das auch ja, im Kampf bestätigen kann und nicht eventuell jetzt mit den 2 Runs hier schon zu viel Ausdauer verballert hat. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Octagon, Baby. CM Punk is in the house again. Oh yeah, und er hat was vor. Er hat was vor hier. He's had a great training camp and he feels he cannot be defeated. Ja, sie sagen es auch. Er fühlt sich, als ob er sich nicht mehr geschlagen werden kann. So geht's mir wirklich. Hervorragendes Ground and Pound, hervorragende Kondition. Hat in der Karriere insgesamt 11 Kämpfe gewonnen. Ja, das ja, ist ganz nice. Und wie gesagt, wir sind auf einer kleinen Winning Streak hier. Und die wollen wir ausbauen. Wie gesagt, wir wollen die Top 30 angreifen, um dann die Top 20 und dann final endlich die Top 10 der Power-Rangliste angreifen zu können. Das klingt so logisch und ist doch so schwer. So, wir haben wieder mal Größen- und Reichweitenvorteile. So habe ich es ehrlich gesagt echt am liebsten. So. Dafür sind wir auch ein alter Kauz hier schon mit einem A-Biss. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 162 pounds. Fighting out of Coconut Creek, Florida, USA, Downtown. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A wrestler holding a professional record of 11 wins, 2 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, CM. Oh yeah, baby, oh yeah. Oh, lass uns das hier pushen, ey. UFC 202 Pay-Per-View. It's on. Herb Dean, our referee, for this welterweight fight here tonight at Toyota Center. Okay, Code of Honor soll. No, er will. Okay, er will keinen. Okay, dann wird er sehen, was er davon hat. Oh, da sitzen wir ihm gleich ordentlich zu. Komm, nochmal vielleicht ein Knee-Strike. Ich habe beim Training auch wieder unsere Strikes ein bisschen aufgepusht. So, jetzt will er natürlich direkt mal auf Distanz gehen. Oh, jetzt sind wir richtig gut in unseren Strikes. Schöne, schöne Kombo. Sehr, sehr geil. Also wir merken, wir werden wirklich immer besser hier. Oh, das war's. Komm, Baby. Yeah. Oh yeah, baby.
Oh, es fühlt sich so geil an. Es fühlt sich immer noch so geil an, ohne Scheiß. Und ich glaube, das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre oder irgendwas vergessen habe, das war unser erster K.O.-Sieg, in dem wir ja nicht über den Clinch gehen mussten. Beziehungsweise über einen Takedown. Sondern wir haben ihn direkt mit einem bösen Schlag auf die Nase, ey. Auf die Bretter geschickt. Da. Boom, ey. Oh. Ja, so ein bisschen mit dem Ellbogen noch irgendwie. Und da kommt er angeflogen. Oh, und das war's. Oh. Ja, und wir sehen immer noch frisch aus. So. Also so muss es sein. Und ja, tut mir leid, Rodriguez. Ah, es musste sein. Punk, baby, oh yeah, mal wieder. Also langsam fühlen wir uns wirklich, wie die Kommentatoren am Anfang des Kampfs gesagt haben, unsterblich hier fast schon. Sehr geil, sehr, sehr geil, ey. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall wirklich mal eine impressive Mark hier hinterlassen, würde ich sagen, bei UFC 202 im Pay-Per-View. Ja, und das sollte uns doch eigentlich auch einen kleinen Boost bei den Fans hier geben. Gucken wir gleich mal. So. Silva hat Tavares besiegt, der Kampf des Abends war Thatch gegen Stevenson und der K.O. des Abends von Horiuchi gegen Holland. Und ja, wir gucken mal, was uns das jetzt alles bringt. Das soll ja eigentlich einen ordentlichen Boost geben und was es für einen gibt. Knappe 60.000 Fans, Alter. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Baby. Das hat es auf jeden Fall gebracht, würde ich sagen. Das war sehr, sehr gut. Mal sehen, was uns das jetzt in der Power-Rangliste bringen wird, denn der Fighter, gegen den wir jetzt eben gekämpft haben, war ja in der Rangliste unter uns. Trotzdem haben wir gewonnen und da bin ich wirklich jetzt sehr gespannt mal drauf. Wir hätten uns ja auch die Platz, die Nummer 31, glaube ich, war das, holen können. Einen harten Boxer, der bisher unser schwerster Gegner geworden wäre. Jetzt muss ich mal glatt gucken. Also Rory McDonald jetzt Number One Contender auf den UFC Welterweight-Titel von Benson Henderson. Und wir sind von 37, glaube ich. Nee, wir sind. Wir waren schon auf 34, kann das sein? Wir bleiben auf 34. Aber ich sehe, Pascal Kraus ist gefallen. Es könnte sein, dass wir jetzt, ja, auf Pascal Kraus den Panzer treffen. Gucken wir mal gleich. Das wäre natürlich schon irgendwo cool. Nee. Also, wir hätten den Fight gegen Cabrera, ein MMA-Kämpfer. Jordan Mine, der Boxer, den ich eben noch aus dem Weg gehen wollte, so. Und jetzt hätten wir hier auf Platz 30 dann Gerard Chan. Auf 31 wäre Pascal Kraus gewesen. Wie gesagt, Pascal Kraus von Mr. Big in seinem Let's Play von UFC gespielt, ja, in der Karriere. Hätte ich natürlich jetzt gerne gehabt, aber es ist egal. Wir werden auf jeden Fall wieder bei UFC, einem UFC-Pay-Per-View antreten, UFC 205. Und es geht gegen Gerard Chan auf Platz 30, ein Freistil-Ringer. Und das nehmen wir gerne an. Was haben wir denn hier? Dein Jiu-Jitsu-Trainer hat sein Team vergrößert, um mit dir noch mehr mit der... bei dem Satz tue ich mich immer gut, ja. Um dir mit noch mehr Mitarbeitern zur Seite zu stehen. Du wirst daher noch stärker vom Bodenkampftraining profitieren. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Trainer. Und ja, um das Training werde ich mich auch gleich kümmern. Wie gesagt, wir haben jetzt schon über 200.000 Fans. 12 Siege, 2 Niederlagen. So läuft's, ey. Und ja, ich würde sagen, meine lieben Freunde, das soll's für die Ausgabe gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder im Idealfall sogar ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.